Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich des ersten Finalspieles der Brose Baskets gegen Alba Berlin. An meiner Seite die beiden Headcoaches, Muli Katsurin und Chris Fleming. Mr. Katsurin, your statement to the game, please. Congratulations, coach. Thank you for your team. I think about almost three quarters we were planning and we play like we were planning. Then we start to make some mistakes, but for a team that had only one practice before final of playoff, I think we did okay. I hope we'll be more ready for the next game. That's it? Yes. Okay, thank you. Gibt es Fragen, any questions? Keine Frage. Ja, bitte. Coach, can you describe a little more what happened exactly in the third quarter, because you were like almost tied? And then for Rush, I don't know. You didn't see the game? I saw the game. So you saw what I saw. We made mistakes. You want me to tell you who passed to who didn't pass to who? We made mistakes and they took advantage. It's a good and strong team. And weitere Fragen? Keine? Dankeschön. Ja, Chris, Gratulation zum Sieg. Dein Statement zum Spiel, bitte. Gut, es war, wie schon erwähnt, ein sehr wichtiger Lauf am Ende des dritten Viertels, Anfang des vierten Viertels, wo wir mit guten Energie gespielt haben und ein paar gute Würfe ausgespielt haben. Das hat das Spiel dann eben entschieden. Gut, es ist das erste Spiel in Best-of-Five-Serie. Kann man da, dass die Mannschaften waren bis dahin ziemlich auf Augenhöhe. Wie man erwartet in ein finale Spiel. Viel mehr habe ich nichts zu sagen. Da freuen wir uns auf Spiel 2. Dankeschön für dein Statement. Ihre Fragen bitte. Goldsberry hat sich am Ende verletzt. Ist da etwas Schlimmeres zu befürchten? Der war ja heute wieder mal richtig gut. Wohl erkannt. Ich kann nichts sagen. Ich war nicht in einem medizinischen Raum. Ich habe nur mit der Mannschaft gesprochen. John war nicht dabei. Alles andere wird sich später diagnostieren lassen, glaube ich. Weitere Fragen? Wie ist die Ausgangssituation? Ich glaube, da brauchen wir auch nicht über eine Ausgangssituation sprechen jetzt. Wir haben ein Spiel gewonnen, wir sind froh, das Spiel gewonnen zu haben. Spiel 2 wird sehr, sehr schwierig sein in Berlin und wir müssen uns darauf vorbereitet sein, haben und das werden wir auch tun. Aber ihr habt die große Chance mit einem Sieg, gewisse ruhiges Polster. Ich glaube dass wir über diese Gesamtserie auch gar nicht sprechen können und dürfen. Wir bereiten uns auf Spiel 2 vor und spielen so gut, wie wir können. Fertig, aus. Noch weitere Fragen? Nicht der Fall, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Den Berlinern eine gute Heimfahrt. Euch viel Erfolg in Berlin. Danke.